Hallo, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Levitate, zusammen mit mir, den lieben Solens und den lieben Marek. Ja, moin. Wir haben uns jetzt ein wenig informiert, nenne ich es jetzt einfach mal, wie man das macht, zumindest die Basics. Also eine Folge sollten wir aufnehmen können und haben auch ein bisschen rumprobiert. Und nochmal kurz zur Erklärung, letzte Woche kamen die Folgen ein bisschen doof, weil ich blöd bin und ein bisschen was verpeilt habe. Ich habe Urlaub genossen. So, genau, wir haben nämlich jetzt ein bisschen was vorbereitet, in Anführungsstrichen. Wir haben so ein paar Sachen hier noch gecraftet, also ein Seed habe ich noch gecraftet. Warte mal, wir könnten eigentlich auch gleich versuchen, einen Zweisitzer zu machen. Was hältst du davon? Könntest du machen, ja. Wenn wir genug Wolle hätten. Lass mich ran, wir haben kein Wolle. Nein, aber wir haben noch ein bisschen Hanf. Und aus Hanf kann ich Strings machen und aus Strings Wolle und aus Wolle dann den Sitz. So. Dann haben wir Structure Tower. Ja, warte, kann ich hier mal eben. Bäh. Ups. Ich bin gerade nicht aus Versehen auf Windows-Taste gekommen, weil ich End drücken möchte. So. Dann ist ja alles gut, wenn es nicht passiert. Ja, nee, Aufnahme sollte kein Problem sein. Genau. Also die Structure Tower sind einfach nur Steel Rods. Das ist nicht so die Welt. Dann haben wir Liquid Fuel Engines. Davon brauchen wir ein paar. Dafür brauchen wir Mana Infused Plates. Darum kümmert sich Marek jetzt gerade. Weil wir vermuten, dass wir Mana-Infused Ore aus der Quantum Query rausbekommen. Also, wir probieren es damit halt. Das gleiche auch für Liquid Tanks, stimmt. Ich habe gedacht, das geht doch etwas schnell. Guck dir mal bitte an, wie lange es dauert, bis ein Platin-Dust fertig wird. Ist das ein Platt? Ja, stimmt. Du darfst ja nicht drauf gehen. Okay. Ja, dann bauen wir die restlichen Maschinen noch. Jo. Also, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, dass der Strom ausreicht. So, ja, wird schon schief gehen. Also, 3 Titan und 7 Aluminium. Warum haben wir so wenig Aluminium? Wo soll ich das wissen? Habe ich die Rohstoffe vorbereitet? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir recht viel Aluminium haben, wenn man das halt immer recht schnell kriegt. Wir haben eine ganze Menge Aluminium Dust. Müssen es nur schmelzen. Ja. Müssen wir dann mal machen am besten. Ja, ich tue es schon mal. Ich versuche mal, ob man auch einfach Ohr reinschmeißen kann. Ja, wir machen ja 3 Aluminium. Ein ganz. Ja. Sekunde. Ich habe jetzt hier nochmal 9 Stück mit einem Durchlauf gemacht. Wie hießen die? Du bist unsichtbar bei mir. So, die Rods sind demnächst kaputt. Och, Durability 2800 noch. Ja gut, das geht ja noch. Apropos. Ich hoffe, dass unser Strom ausreicht. Wir das können sonst auch hier drüben einfach mal die Query ausmachen. Den Miner. Ja, ich würde es ausmachen. Ich meine, wir haben 58 so. Millionen Strom hier gerade drin, aber... Ja, gut. Wir machen minus 9300. Hat da jemand Angst, nochmal zu sterben? Ja. Ah, okay. Genau. Also auf jeden Fall aus Aluminium können wir dann Platin-Ingots machen. Daraus können wir eine Spitzhacke machen. Und mit der Spitzhacke machen wir Quantum Query-Aktuatoren. Und damit können wir dann die Quantum Query betreiben. So. Du kannst mir aber schon mal den Snowblock geben. Und dann kann ich die Quantum Query selber schon mal craften. So, Aluminium. Haben wir noch mehr Aluminium? Nein, hier ist nur Titan drin. Hey, Advancement macht. Goal reached. Da haben wir eine Quantum Query, können sie nicht benutzen. Ist doch schön. Ja. So geht das doch, oder nicht? Da steht sie. Bewundere sie. So. So. Ach du Schande. Okay, das dauert einen Moment. Hä? Was zum... Irgendwie backt das gerade rum. Jetzt eine Spitzhacke. Wow. Strom fast komplett halbiert. Ja, gut, ich schmelze hier halt auch gerade noch ein bisschen was. Kann man dir unter die Arme greifen? Nicht wirklich eigentlich. Ich warte auch nur. Also ich will jetzt gleich einmal... Also das Problem ist, wir können jetzt natürlich die Sachen einmal aufbauen. Ja. Ich bin nur gerade am Überlegen, weil ich vermute, dass das Ding, wenn das da steht, auch von da aus startet.
Ja, gehe ich auch mal von aus. Also muss es oben aufgebaut werden und wir machen hier unten ein kleines Launchpad. Ja, also 3x3 reicht und ich würde das einfach jetzt hier hinstellen und fertig. So. Ich würde das drüber stellen, dann brauchen wir nicht so weit hochgraben. Ja, so weit müssen wir doch gar nicht hochgraben. Oder? Okay, dann ich sag mir einfach wo und ich grab von da aus hoch. Ja, hier quasi. Das ist der Mittelpunkt. So. Da wollen wir jetzt einmal das Launchpad hinstellen. So. Also 3x3 reicht anscheinend. Ja, kommt drauf an, wie groß du die Rakete haben willst. Genau. Wobei, nee, dann müssen wir ja eigentlich größer, weil wir brauchen ja mehr. Ja, das geht. Weil, wenn wir zwei Sitze machen wollen, muss das ja irgendwie in der Mitte sein oder so. Das heißt, wir brauchen eigentlich 5x5, wenn mich nicht alles täuscht. Weil, also... Wir können die Rakete ja selber zusammenstellen. Kannst du die Rakete nicht einfach, die Sitze nicht einfach übereinander tun? Das weiß ich gar nicht, aber stimmt doch, das müsste eigentlich gehen, ja. Ich habe trotzdem jetzt einfach mal 4x4 gemacht. Ja, macht ja keinen Unterschied, außer dass wir mehr Materialien brauchen. Ja, und ein größeres Loch. So, dann muss hier einmal ein Power-Input hin, eine Rocket-Assembling-Maschine und ein paar Structure-Frames. So. Ja, höher geht gerade nicht. Und das Ding ist Rocket unscanned. Ja. Okay, siehst du das auch gerade? Ja. Interessant. Cool. Wenn du möchtest, kannst du schon mal den Sand unten entfernen. Ja, wollte ich gerade machen. Kann man einfach mit der Spitzhacke das schneller sammeln kann als mit der Schaufel. Ja, gut. Weinmeiner halt. Haben wir ja auch nie also, weil das Problem ist, die Rakete können wir halt nicht bauen, weil wir dafür dieses Menilium brauchen, das Zeug. Menilium? Ja, also, nein, Nitril. So. Jetzt fange ich auch schon an, das Falsche zu sagen. Ja, gut. Das vermute ich ja, dass wir das so durch die Quantum Query kriegen werden. Warum kommt jetzt hier kein Strom an? Der hat Strom, aber die Rocket Assembling nicht. Warum hat die keinen Strom? Müssen wir das doch direkt anschließen? Ja, müssen wir doch direkt anschließen. Das heißt, man braucht so ein Ding anscheinend gar nicht. Ja gut, ich lasse es einfach mal stehen. Schadet ja nicht. Genau. Sieht hässlich aus, aber ist ja eh alles bei uns. Alles quick and dirty aufgebaut. Ja. So, wir haben in der Zeit 7 Platin dafür bekommen. Und unser Strom ist fast leer. Ich glaube sogar, der ist leer, kann das sein? Nee, hier sind noch 5 Millionen Strom drin. Ah, okay. Wobei. Ich wollte gerade eigentlich ein bisschen schneller sonst Titan machen, aber das bringt halt einfach nichts. Aua. Packen wir hier mal Aluminium rein. So, das heißt, wo wir jetzt noch drauf warten müssen, ist das Mana Infused. Also dein Kram da gerade und ein Guidance Computer brauchen wir noch. Ein Guidance Computer? Ja. So, dafür brauchen wir... Ist das auch ein Multi oder ein Einzelner? Das ist ein Einzelner, das ist der quasi die Kontrolleinheit sozusagen. So, dann brauche ich 4 Redstone. Das sollten wir noch haben. Und ich brauche noch ein mehr von den Dingern. Ah ne, Silicon Wafer. Das heißt, ich brauche nochmal 4 Redstone und 4 Gold. Ach, ist das schön. Wir sollten die Dinger vielleicht mal in kleineren Massen machen. Ja, haben wir nicht noch diese Silicon Bolts? Haben wir doch auch irgendwo noch gemacht, oder? Ich glaube, wir haben so viele gemacht, wie wir brauchten, oder? Nee, da hast du einen ganzen Haufen reingeschmissen gehabt. So, dann machen wir jetzt mal ein paar Silicon Wafer. So. Ja gut, ein Ding hier fehlt noch. Jetzt ist es fertig. War wichtig. Gut. Ja. Ich wollte, dass du auch teilhast. Ah, das ist aber nett von dir.
Aua. So. Dann. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Sägeblätter tun normalerweise weh. Oh, das ist aber nett, dass du mir das sagst. So. So, wir haben offiziell keinen Strom mehr. Also kein gespeicherten mehr. Wir machen immer noch plus Strom, das läuft immer noch halbwegs flott durch, aber. Wie viel brauchst du noch? Ich brauche 18 Stück, ich habe 10. Ach so. Okay. Ja, ich brauche ja 18 Ingots für 6 Spitzhacken. Ja, dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Strom weg. Weil wir brauchen halt ein bisschen was an diesem Titanenzeug. Deswegen. Ja, ich kann hier schon mal ein bisschen Platin rein tun. Ja, gut, aber machen wir so. Dann lassen wir jetzt erstmal nur das laufen. Der sollte auch bald durch sein. Ja, gut, das ist echt ganz schön langsam. Dann müssen wir dann gleich eben durchlaufen lassen. Ja, können wir aber. So. Aber es läuft immerhin. Ja. Was wir eigentlich mal machen könnten, ist. Entweder wir gehen wirklich jetzt langsam auf die Solarpanel, dann hätten wir gar keine Stromprobleme mehr. Oder wir bauen unsere Todesfarm da hinten ein bisschen aus. Eigentlich könnten wir tatsächlich einfach das hochziehen und fertig. Solarpanel. Also, vor allem, wir können halt relativ hoch das Ding schon machen. Mhm. Ja, können wir machen. Dann helfe ich, oder was heißt, helfe ich dir dabei? Was darf ich davon machen? Mach also, die Solarpanel. Okay, wie viel sind das noch? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Aber du brauchst das, glaube ich, nicht alle. Ein Solarpanel brauche ich ja schon, T1. Ja. Wir haben Lizerit und so weiter. Haben wir sowas im System? Ja. So, gab es nicht irgendwie ein Buch oder sowas von Environmental Tech? So ein Guide? Irgendwie sowas gab es doch, oder nicht? Ah ja, hier. Digital Guide. Den Solar Array. Wie hoch wollen wir den bauen? Also bis Tier 5 können wir, glaube ich, locker bauen. Dann machen wir den auch bis Tier 5 und gut ist. Okay, dann 121 Zellen. Die Photovoltaik-Zellen können wir hier ganz normal craften. Nicht wie in Rustic Water. Ja, gut. Ich habe dir gerade mal ein bisschen gecraftet, aber jetzt haben wir keinen Never Quartz mehr. So. Achso, also baust du die jetzt, oder was? Nein, ich habe dir nur die Photovoltaik-Zellen gerade gemacht. Gut, das heißt 121 von den Dingern brauche ich. Wir brauchen Interconcrete. Wir haben kein Eisen mehr. Doch, hier hinten ist noch Eisen in irgendeiner Chest. Ja, wir haben ja auch noch Eisenerz, haben wir auch noch. Ich schmeiß das mal. Wir haben auch noch Blöcke. Oh, müssten auch noch eine ganze Menge Blöcke sein. So. Dann. Ja, also wir machen jetzt ein bisschen was anderes für das, was wir eigentlich machen wollten. Weil wir nicht damit gerechnet hätten, dass die Platin, das Platin-Ding so lange dauert. So. Bisschen schwundes Zimmer. Ja, genau. Warum sollte man das mit den Modifiern bauen? Du kriegst aus den Modifiern, musst du halt nur noch mehr Zeug reinpacken. Wir haben nur 56 Concrete Powder. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Die mussten doch gar nicht voll sein, oder? Doch, die müssen voll sein. Gut. Ansonsten würde ich einfach sagen, also wir craften jetzt den Kram hoch, das ist jetzt nichts Besonderes. Dass wir sonst die Folge ein bisschen früher beenden. Weil ich muss jetzt auch noch Inksex und sowas alles wieder sammeln, das ist halt. Guck mal oben, was da drin ist. Ich hatte doch da ein paar mehr vorbereitet, oder? Naja, die Black Concrete sind schon alle weg, die habe ich ja fürs Upgraden der Teile gebraucht. Ja, super. Ja, deswegen. Also ich würde jetzt einfach mal ein paar bauen. So. Dann haben wir jetzt nämlich 37 Stück. Ich weiß gar nicht, woran hat's. Achso, Eisen hat's gehapert. So. Ach, Black Concrete war doch noch ein bisschen was da. Denk dran, ich brauche von jeder Stufe 4 Solarpanel. Echt jetzt? Ja. Um den Solar Array abzugraden. Ja gut, hat sowieso nur für 32 Stück gereicht. Jetzt haben wir keinen Quarz mehr. Ah doch. Ja, das wird vorne und hinten nicht reichen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt einfach mal ein bisschen früher aus.
beziehungsweise sogar pünktlich jetzt mittlerweile. Wir craften den Kram zu Ende und dann stellen wir den nächstes Mal auf. Und bis dahin ist dann hoffentlich auch der Kram hier durch. Weil 5 weitere sind jetzt schon wieder durch. Ja, bis nächstes Mal sollte das eigentlich alles durch sein. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.